Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus Hamburg. Ich bin extra heute hier angereist, um eine ganz bestimmte Neueröffnung nicht zu verpassen, nämlich die allererste Burger Vision Filiale in Hamburg. Und ich will eine Sache direkt einmal vorweg loswerden und das ist, dass die Erwartungshaltung so hoch ist wie, glaube ich, noch nie bei einem Burgerladen, weil das ist auch keine Floskel, sondern es ist wirklich ernst gemeint. Ich habe vorher unzählige Nachrichten bekommen von dem Chef, liebe Grüße gehen raus an Murat, der gesagt hat, Benny, du wirst wirklich einfach komplett geflasht sein. Das ist natürlich schon eine Ansage und sie haben jetzt die Buns geändert von klassischen Brioche auf Martin's Potato Roll. Okay Leute, ich bin hier gerade in der Küche und ihr seht hier hinten die ganzen Martin's Potato Rolls. Das ist wirklich ein Traum, was hier hinten ist. Ich würde es am liebsten alles mitnehmen. Das sind die gleichen, die auch Goldies nutzt zum Beispiel oder auch Sold Out Smash Burger, die auch am Kudamm sind zum Beispiel. Aber jetzt ist ein neuer Player im Game, was die Martin's Potato Roll zumindest angeht. Und eine Sache wird auch richtig, richtig spannend, nämlich das Martin's Potato Bun ist in der Regel auch immer noch ein Tick süßer als die klassischen Brioche-Brötchen. Und ich habe ja schon auch zuletzt vor, ich glaube, 2 Wochen oder so Burger Visions mit Double Smash gegessen. Und den werde ich heute auch essen, nur mit dem anderen Bun, ne, um mir da so ein bisschen, um euch so ein bisschen mitzunehmen, wie gerade meine Gedankengänge sind. Deswegen, hier muss wirklich alles sitzen und ich würde sagen, es geht auch gleich direkt einmal dorthin. Ich zeige euch einfach einmal, komm, hier eine kleine Roomtour durch das kleine, aber feine Hotelzimmer. Bett, Sessel, Tisch, Schrank, Stuck. Sehr schön. Und das Bad. Das war's. Würde sagen, reicht für eine Roomtour, oder? Also der Hunger und Hype ist da. Ich würde sagen, wir gehen direkt dorthin. Oha. Oha, oha, ihr seht, ich passe mich schon dem nordischen Dialekt an. Oha. Ich glaube, 25 Minuten eröffnet und es ist noch keiner da. Ich dachte, vielleicht ist die Schlange lang oder so. Ah, doch ein paar sind da. Doch ein paar. Ja, ja, ein paar sind da. Hi, na? Schön zu sehen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Und, wie sieht's aus? Ich hab Hunger. Oder was meinst du? Sieht gut aus, meine ich. Es ist richtig geil. Auch komplett anders vom Stil. Wir, wir wollen Deutschland-Franchising so diese Form machen. Ah, verstehe. Es sieht wirklich, wirklich nice aus. Es sieht auch richtig edel aus. Auch mit dem Schwarz gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben jetzt ein bisschen Farbe reingemacht. Bisschen Gelb auch. Gelb, Schwarz, Weiß. Ja, auf das der Flat-Top-Grill immer heiß ist. Das wünsche ich euch. Damit haben wir kein Problem. Okay, das ist gut. Einen schönen guten Tag. Wie geht's? Freut mich. Ja, erstmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch zu dem Laden, wirklich von Herzen. Sieht richtig, richtig geil aus. Das freut mich, Mann. Ich habe es eben schon gesagt, auf das der Flattop immer heiß ist. Ja, Mann. Ich danke dir, Mann. Echt, danke fürs Kommen, für den weiten Weg, dass du den gemacht hast. Sehr geil. Ich bin gespannt, was du sagst im Burger. Ich habe das Martins Bun zu Burger Vision gebracht, quasi in dem Sinne mit Murat. Und jetzt bin ich gespannt, wie es hier performt. Ich habe auch schon gesagt, eben im Intro im Hotel, dass ich ultra gespannt bin, weil die Erwartungshaltung ist halt wirklich hier oben. Glaube ich dir. Glaube ich dir. Also auch darf auch sein. Ja, durch deine und auch durch Murats Nachrichten natürlich. Also, jetzt muss wirklich alles sitzen, ich sag dir das. Auf jeden Fall. Also, jetzt wird's auf jeden Fall voller. Ich setze mich jetzt erstmal hier hin, damit ich auch einen Platz bekomme. Und ich gehe vielleicht vorne hin. Gehen wir mal vorne hin. Und was auf jeden Fall jetzt der Vorteil war, dass es nicht so voll war, dass ich den Laden einmal abfilmen konnte. Und ich muss sagen, sieht wirklich richtig geil aus. Natürlich alles neu, alles edel, alles richtig schön. Und auch die Bilder von den Burgern sehen natürlich schon sehr überzeugend aus. Und ich würde sagen, gleich geht's dann an den Burger. Okay, Leute, ich bin hier gerade in der Küche und ihr seht hier hinten die ganzen Martin's Potato Rolls. Das ist wirklich ein Traum, was hier hinten ist. Ich würde es am liebsten alles mitnehmen. Aber eine Sache schon mal vorweg, dicker, fetter Respekt einfach aller Leute hier in der Küche, ne? Das ist ein, hier ist ein Trubel, das ist unfassbar und da wirklich das stundenlang durchzuhalten, fetten Respekt, wirklich krass. Sekunden später. Lasst für dieses Video gerne schon mal einen Daumen nach oben und auch ein Abo da. Ja, ich habe extra den Weg aufgenommen, um hier die beiden Burger mir reinzuschieben. Langsam füllt es sich, draußen stehen Leute an und so. Es ist hier ein bisschen lauter, ich hoffe es ist okay. Jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Ja, obwohl es so laut ist hier, es geht jetzt wirklich um alles. Ich schildere erstmal so ein bisschen meinen allgemeinen ersten optischen Eindruck. Ich habe bestellt einmal den klassischen Double Smash und einmal den Chili Cheese Double Smash. Dazu eine Portion Pommes und natürlich Ketchup und Mayo. Ganz klassisch so, aber es geht jetzt erstmal wirklich um die Burger. Wirklich so, wie man das kennt, in der Burger Vision Manier. Der Double Smash mit geschmorten Zwiebeln, Käse, doppeltem Patty logischerweise und halt dem Martin's Potato Bun. Und der sieht wirklich schon sehr, sehr, sehr geil aus. Also erster Eindruck, optisch schon mal sehr nice. Sehr schön kompakt, finde ich super, super wichtig, auch beim ersten Eindruck. Es geht auf jeden Fall jetzt direkt einmal rein. Boah, also
Super Smash Kruste, sieht auf jeden Fall sehr anständig aus und auch schön glatt. Also super wichtig auch beim Smash Burger ist hier halt die Hitze beim Flat Top. Deswegen auch vorhin der Witz, also Flat Top halt ist der Grill, wo halt die Patties gesmashed werden und die muss richtig hoch sein, damit hier wirklich auch eine schöne Kruste hergestellt wird und die sogenannte Maillard-Reaktion stattfinden kann. Boah, ey, hier, ich hau Begriffe raus. Also Maillard-Reaktion ist eigentlich nur die Röstung bzw. Karamellisierung der jeweiligen Kohlenhydratstrukturen, glaube ich. So, egal. Jetzt, so, ihr merkt, ich bin ein bisschen durch. Let's go. Komm, einfach rein jetzt. Ich muss natürlich nochmal abbeißen, weil ich brauche ja hier den Bissen mit dem Potato Bun. Also richtig schön käsig auf jeden Fall hier auch. Käse schmeckt auf jeden Fall gut. Ja, Käse ist wirklich geil. Und was auf jeden Fall auch auffällt, ist, dass es richtig schön saftig ist. Also, boah, hier kommt richtig der Saft raus. Und genau das, was ich beim Martin Potato Bun liebe, ist einfach diese eine Einheit. Ich sag's immer wieder beim Smash Burger, das wird eine Einheit. Das ist wirklich hier so ein kompaktes Gerät. Ihr seht, es ist zusammengedrückt und genau so bleibt es dann auch. Und das ist der Hammer. So, und jetzt kommt es drauf an. Ja, jetzt kommt es drauf an. Jetzt kommt hier einmal der mittlere Biss mit dem Bun, mit allen anderen Zutaten. Let's go. Ja, also, das ist halt schon wieder super geil. Auch super, super wichtig für mich persönlich, dass es hier hinten noch zu ist, das Martin's Potato Bun, und halt eben nicht offen, sodass hinten alles rausfällt beim Biss, sondern das ist immer noch zusammen und auch jetzt bei den letzten Bissen, ihr seht's. Ich sag dazu jetzt erstmal noch nichts, weil ich will unbedingt erstmal noch den Chili Cheese essen, um dann auch so ein bisschen vergleichen zu können. Aber hab auf jeden Fall schon ein paar Gedanken und auf jeden Fall auch einen, der mir nicht ganz gefällt. Ich sag's einmal schon mal vorweg, aber jetzt erstmal der Chili Cheese. Der ist optisch definitiv auch schon mal ziemlich geil. Ich finde den sogar noch fast geiler. Durch diese Soße oben, durch die Chili Cheese Soße und auch hier definitiv die Patties wieder perfekt gesmashed. Ja, ich versuche jetzt mal so ein bisschen auch herauszufinden, wie scharf der wirklich ist, beziehungsweise werde auch so von 1 bis 10 mal versuchen, euch so ein bisschen darzustellen, wie scharf der ist. Genau, aber auch hier, oh, schönes Gewicht. Der ist schon gut schwer. Oh, das wird eine Sauerei. Das ist eine Röstung. Okay. Sieht aus wie Sau. Ich würde sagen, es ist eine beim Schärfegrad von einer 1 gar nicht scharf bis 10 super scharf. Ist es so eine gute 4, würde ich sagen. Ist wirklich angenehm, weil es gibt nichts Schlimmeres als eine zu scharfe Chili-Soße, wo du raufbeißt und nach dem zweiten Bissen nichts mehr schmeckst. Aber das ist hier nicht der Fall, sondern genau richtig. Und Alter, das ist wirklich ultra soßig überall. Und ich glaube, ich muss nicht sagen, dass der Burger schön aussieht, weil ich glaube, das seht ihr genauso, oder? Also schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den optisch findet, ob das für euch auch vielleicht zu viel Soße ist. Ja, kann ja natürlich auch sein. Aber so insgesamt finde ich, ist der schon mal super rund und wirklich ein wahres Schwergewicht. Okay, ich ziehe den Spannungsbogen hier richtig in die Länge, ne? Merkt ihr? Tut mir leid. Ich komme gleich zum Punkt. Also auf jeden Fall ist dieser Burger wirklich der Inbegriff von Juiciness. Das Fleisch lässt auf jeden Fall auch Saft ab. Vielleicht auch vom Fett, vom Flattop noch was mit dabei ist. Auf jeden Fall natürlich die Chili-Cheese-Soße. Auch die geschmorten Zwiebeln geben noch ein bisschen mehr, ja, Saft, wenn man das so sagen kann. Aber zumindest macht es diesen Biss insgesamt einfach richtig schön klitschig. Und nicht zuletzt halt auf jeden Fall auch logischerweise durch dieses Martin's Bun, was das Gesamte abrundet und definitiv perfekt dazu passt. Ich will nicht immer sagen, Martin's Bun macht jeden Burger besser, weil das stimmt nicht pauschal. Aber hier in dem Fall ist es schon so. Und das macht auf jeden Fall nochmal um einiges was aus. Und bezüglich Best Burger in Town kann und möchte ich auch ehrlich gesagt nichts sagen, weil who am I to judge? Ja, also wer bin ich, der das beurteilen könnte? Kann ich nicht. Und natürlich einerseits, weil einfach ich nicht alle Burger der Stadt gegessen habe. Und Punkt 2 einfach, natürlich sind Geschmäcker einfach unterschiedlich. Ja, aber ich weiß, das ist natürlich so ein Marketing-Ding. Ich kann das voll verstehen. Und es ist auch voll in Ordnung. Ich würde sagen, das Feedback gebe ich doch am besten direkt einmal weiter, oder? Dann sage ich das nicht nur euch, sondern auch direkt einmal Ahmed und Murat. Also würde ich sagen, gehen wir mal direkt hin. Also, ich habe gesagt, ich will das Feedback einmal direkt weitergeben. Und das mache ich jetzt einmal hier. Also Burger wirklich richtig, richtig, richtig geil. Ich muss sagen, sowohl Double Smash als auch der
Chili Cheese war rundum wirklich super geil. Die einzige Kleinigkeit, die aber auch so eher so mein Ding ist, es hätte für mich ein bisschen mehr Sauerkraut mit dabei sein können, aber das ist auf einem so kleinen Level, dass ich wirklich nicht sagen würde, das macht den Burger schlechter oder passt nicht oder so, sondern insgesamt richtiger. Und vor allem, um das abzurunden, das Martins Bun passt super geil dazu. Es macht wirklich, passt wirklich, wie du gesagt hast, ist es genau das. Genau das, ja. Nee, bei den sauren Gurken ist es so, dass wir extra nicht so viel reinmachen, damit nicht jeder Geschmack und jeder Biss mit sauren Gurken ist. Ja, verstehe, okay. Aber wenn du gerne saure Gurken magst, kannst du an der Kasse bestellt sagen, bitte mit ein bisschen mehr. Das ist gut zu wissen. Also für alle da draußen, die auch saure Gurken auf dem Burger lieben, jetzt wisst ihr Bescheid, einfach mit ein bisschen mehr extra saure Gurke dazu. Leute, kommt vorbei, Hamburg zerstört gerade alles. Es ist so cool. Hier ist auch wirklich ein Durchlauf gerade, es ist ultra voll. Ich filme mal gleich noch ein paar Szenen, ja, aber es ist hier wirklich richtig was los und auch an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Wir quatschen, ich bin ein bisschen dreckig, aber wir quatschen gleich nochmal, aber schon mal vielen, vielen Dank. Schwer am Ackern, ne? Ja, ich wollte nur ganz schnell Tschüss sagen. Also es war übel geil, es war mega, mega geil. Also wirklich an der Stelle auch nochmal dickes fettes Dankeschön und ganz viel Erfolg. Und ja, Video kommt bald. Ich freue mich. Nee, aber wirklich richtig geil gewesen. Also von daher, danke fürs Beste. Ich danke dir, ja. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao rein. So, also für mich war es das heute. Ich bin satt und glücklich und an der Stelle auch nochmal, ich habe eben schon bei Achmed gesagt, auch nochmal an dich vielen, vielen Dank und danke fürs Kommen. Du bist extra aus Berlin herkommen. Ja. Dafür meinen Respekt. Bis die Tage. Ciao. Wir gehen jetzt ins Hotel und dann sage ich noch ein paar Worte. Auf dem Rückweg und ein paar abschließende Worte. Also, der Burger war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Man kann es nicht anders sagen. Hier ist eine Menge Arbeit, Zeit und wahrscheinlich auch Geld reingeflossen. Und diese Entwicklungszeit vor allem hat dazu geführt, ja, dass es einfach ultra, ultra, ultra lecker ist. Und ja, das Fleisch hat halt einen enormen Fleischgeschmack gehabt. Das hat man sofort rausgeschmeckt. Und dazu, der Käse hatte einen guten Geschmack. Ich habe nochmal gefragt, ist kein American Cheese, also kein künstlicher Käse in dem Fall. Das Martins Potato Bun hat halt super dazu gepasst, war leicht süß und hat trotzdem diesen gesamten Fleischsaft mit aufgenommen und hat halt einfach das Herzhafte mit unterstützt. Und genau deswegen, finde ich persönlich, hätte halt ein bisschen mehr saure Gurke dazu sein müssen, weil es einfach sehr, sehr fleischig, sehr schwer auch im Prinzip ist. Deswegen würde ich persönlich sagen, auch wenn es für viele eine 10 von 10 ist, vielleicht eine 9,5 von 10. Und der Chili Cheese war wirklich rundum perfekt. Da waren die Jalapenos das, was halt diese Säure mit auch gegeben hat, zusätzlich zu der Schärfe. Und deswegen war das wirklich da eine 10 von 10. Jetzt geht es erstmal ab nach Hause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen und ein Like da, würde mich sehr freuen. Ich fahre morgen zurück nach Berlin, morgen Abend und habe morgen noch den ganzen Tag hier. Werde ein paar Kurzvideos drehen, deswegen schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Da gibt es natürlich noch ein bisschen mehr Content zu sehen. Also von daher, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.